Hi, willkommen bei Grill, Chill, Barbecue und Lifestyle. Heute gibt es einen Pferdefleischkäse. Und wie ich den gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 18 Gramm Pökelsalz, von links nach rechts 3 Gramm weißer Pfeffer, 1 Gramm Ingwerpulver, 1 Gramm Majoran, 2 Gramm Muskatblüte und 3 Gramm Phosphor. 300 Gramm Eis, 600 Gramm Pferdefleisch, nimmt da am besten vom Metzger etwas, Abschnitte, das ist am günstigsten und passt hervorragend dazu. Und 300 Gramm Schweinebauch, ohne Schwarte. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht es gleich los mit dem Thermomix. Nehmen wir uns das Eis, das sind Eiswürfel, wir wollen Eisschnee ein bisschen klein machen. So reicht das schon. Die Hälfte nehme ich raus. Ich mache das Ganze in zwei Etappen, da das Fleisch nicht alles reinpasst. Dann nehmen wir uns die Hälfte vom Fleisch rein hier. Und die Hälfte vom Speck. Das ist noch halb gefroren, leicht angetaut. Schaut, dass ihr die Temperatur nicht überschreitet von 15 Grad, sonst habt ihr eine komische Konsistenz, da das Eiweiß gerinnt. Und dann wird das mal schön durchgemixt, dass wir eine sämige Konsistenz erhalten. Das ein bisschen angewolft ist, zwischendurch mal Temperatur messen. Sind hier bei 2-3 Grad, das ist perfekt. Dann gebe ich die Hälfte vom Pökelsalz schon mal dazu, die Hälfte vom Pfeffer. Und vom Phosphat natürlich. Das Phosphat hilft uns, dass es das Wasser schön bindet. Und wieder Vollgas. So aussieht, mal wieder Temperatur messen. Das passt, sind bei 4 Grad. Vielleicht mal einen Eiswürfel dazu. Ein bisschen Eis rein. Dass es so eine schöne cremige Konsistenz hat, passt das. Nehmen wir raus, an den ganzen Rest hinein.
wieder Reis natürlich und den ganzen Rest von den Gewürzen dazu und dasselbe noch mit dem Rest. Meine Maschine ist zu wenig stark, darum mache ich das unter zweimal. Temperatur passt, 2 Grad. Wenn die Konsistenz etwa ähnlich ist, hole ich den Rest noch dazu. Rest Eis dazu und jetzt mal richtig nochmal durchkneten, bis wir das eine schön sämige Konsistenz haben, ein richtig gutes Brett. Könnt ihr natürlich jede andere Maschine auch nehmen, habt vielleicht eine bessere mit mehr Umdrehungen, das wäre perfekt. Ein paar Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Für mich ist das so perfekt. Schaut, wenn ihr warme Außentemperaturen habt, dass es nicht so warm wird. Ich bin jetzt knapp bei 9 Grad, habe aber eine Außentemperatur von 4-5 Grad. Mit dem Eis könnt ihr da ein bisschen spielen. Und wenn ihr ein besseres Gerät habt, wo ihr mehr Power hat, ein bisschen schneller dreht, ist das immer vom Vorteil. Nehmt da, was ihr rumliegen habt. Das sollte sicher gehen. Dann wird jetzt nun die Form gefüllt. Gehen wir mal rüber. Ich mach mal schnell sauber. Nehmen wir unsere Masse und füllen die in so ein schönes Gefäß ein. Schaut, dass ihr da ein wenig Öl reinmacht. Ich habe das schon vorbereitet. Nasser Handschuh ist da immer vom Vorteil, könnt ihr das gut verteilen. Das gute Stück schön reingedrückt ist, könnt ihr noch eine Form, dann ein kleines Muster reinmachen. Und dann geht's rüber an den Grill. Den Grill habe ich mal schön vorgeheizt, indirektes Setup. Da könnt ihr natürlich auch auf Kohlen machen, einfach indirekt bei 150, 160 Grad. Ich nehme hier noch einen Maverick Temperaturfühler, stecke ihn da mal seitlich in die Mitte rein. Und dann warten wir, bis der gut 70 Grad hat und dann können wir den schon kosten. Bis gleich. Nach gut einer Stunde bei 150, 160 Grad haben wir es geschafft. 70 Grad Kerntemperatur. Dann schauen wir mal rein. Sieht mal lecker aus, nehmen wir raus und testen ihn gleich an. So
So Freunde, wir haben es geschafft. Ich nehme ihn mal raus. Ups. So sieht das gute Stück aus und dann testen wir das gleich mal an. Riecht mal richtig gut nach Fleischkäse oder Leberkäse. Ist ein bisschen dunkler. Ist Pferdefleisch natürlich. Und dann wünsche ich mal einen guten Appetit. Das Brett ist richtig gut geworden. Besser als beim ersten Mal. Bessere Konsistenz. Geschmacklich 1A. Freunde, wenn ihr die Chance habt, testet das unbedingt an. Sensationell. Pferdefleisch ist super, auch für die schlanke Linie. Man muss ja wieder schauen im neuen Jahr. Und ja, ich würde mich freuen über einen Kommentar. Natürlich über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen, 2 weitere Folgen für euch. Und schaut auch mal rein bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle International bei Facebook. Und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. See ya!